Und damit heiße ich euch willkommen zurück auf dem Kanal von Black Crystal LP. Das ist für heute jetzt die letzte Folge. Vorher kam das Let's Play von der Herr der Ringe Online und von Mass Effect. Leider muss ich die jetzt alle am Stück aufnehmen, weil ich heute ziemlich viel zu tun und ziemlich wenig Zeit habe. Und sicher mögen einige Aufmerksame sich schon fragen, wieso bin ich im Blackscreen? Ich bin im Blackscreen, weil wir heute ein neues Projekt starten. Eigentlich wäre jetzt die letzte Folge Battle for Westnod, aber die letzten Folgen da liefen ziemlich blöd und wir haben ja gesehen, es gibt keine einfache Kampagne mehr, außer denen, wo wir die geladenen Spielstände haben. Und bei den beiden Folgen habe ich halt gesagt, ihr könnt in die Kommentare schreiben, was ihr darüber denkt, ob man vielleicht das weiterführt oder was anderes spielt. Leider muss ich es halt jetzt am Stück aufnehmen. Wie gesagt, Zeitgründe. Deswegen habe ich ein bisschen überlegt und bin mal wieder auf Steam auf die Suche nach kostenlosen Spielen fündig geworden. Ich sag's auch gleich im Voraus, wir werden bald relativ viele Projekte von Steam haben, wahrscheinlich, und ein paar auch wieder, die was kosten, wahrscheinlich nächsten Monat. Aber gut, das jetzige Spiel ist ein Spiel, was recht kurz sein soll, zwischen 1 und 2 Stunden hieß es, aber wir werden mal sehen und ich werde es jetzt mal starten. Es braucht ein bisschen, es sollte normalerweise sehr gut gehen, aber wir werden mal sehen. Das Spiel heißt Gravitas. Es soll recht ähnlich zu Portal sein, es ist ein Rätsler. Soweit ich weiß, viel mehr weiß ich über das Spiel allerdings nicht. Und leider hat man jetzt gerade die Entwickler nicht gesehen, weil vorher, wo ich es das erste Mal gestartet habe, einfach um zu sehen, ob es in der Aufnahme läuft, kam auch die Entwickler. Der Name, ich weiß ihn leider gerade nicht aus dem Kopf. Ich werde ihn euch in die Videobeschreibung schreiben. Und ja, kurz in die Optionen gezeigt. Wir haben Untertitel an, aber englische Sprache. Deutsch geht, glaube ich, nicht. Ich glaube nur das Menü. Ich glaube, allgemein ist die Sprache auf Englisch. Die Audio habe ich jetzt mal ganz oben gelassen, weil es bei mir auf dem Headset geht von der Lautstärke. Gerne die Kommentare, wenn es zu laut ist, dann drehe ich es beim nächsten Mal runter. Und die Grafik habe ich wie immer auf das absolute Minimum gestellt, aber ihr seht, hier gibt es auch nicht so wahnsinnig viel zu machen. Und ja, wir gucken einfach mal, wie wir klarkommen. Steuerung ist anscheinend recht leicht. Ich mache es hier über das hier. Wir haben WASD-Steuerung, dann können wir mit der linken Shift-Taste laufen, wir können mit der Taste springen, rechts, also links können wir feuern, rechts können wir abbrechen, wahrscheinlich das Feuer. Guck ich mal auf Steuerung. Gravity Field und Cancel Field. Okay, also wir können ein Gravitationsfeld erzeugen. Ich weiß, dass es darum gehen soll, dass man die Gravitation beeinflusst. Wie gesagt, es soll recht ähnlich zu Portal sein. Und mit E können wir benutzen. Okay, viel mehr ist es nicht. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen kurz. Abspann sind wahrscheinlich Credits, ne? Ja, Abspann gehe ich jetzt mal nicht. Wir starten einfach. Gallery of Revenant Gravity. Also Galerie der Gravität oder der Gravitation. Wahrscheinlich der künstlerischen Gravitation, irgendwie sowas. Name eingeben. Ja, da gebe ich jetzt Black Crystal ein. Ich könnte natürlich auch Black Crystal LP eingeben, aber Black Crystal passt in dem Fall sehr gut. Bestätigen. Gucken wir mal rein in die gute Stube. Und ich hoffe, das Spiel läuft gut. Ich habe es noch nicht getestet. Es ladet. Galaxy Shark Studios präsentiert. Gravitas. Andocksequenz wird gestartet. Schülerpod wird jetzt angedockt. Okay, wir sind ein Schüler wahrscheinlich. Kann ich mich bewegen? Ja, kann ich. Okay, also Galaxy Shark Studios heißt das Studio. Jetzt habt ihr es ja doch gesehen.
Jetzt gucke ich kurz, tappe ich kurz raus. Ja, scheint gut aufzunehmen. Sehr schön. Das sieht hier alles sehr weltraummäßig aus. Was haben wir denn hier? We are not alone. Erste Errungenschaft. Für was? Verdammt, ich habe die Errungenschaft anscheinend übersehen. Okay, was haben wir denn hier? Wir haben hier die Rakete. Sieht sehr schön aus, finde ich, für minimale Grafik. Ach, ich habe jetzt gerade übersehen, was wir gesehen haben. Das ist eine Kacke. Ich glaube, wir können nach vorne gehen. Kork. Ne, Jork. Okay. Auch hier beginnen wir natürlich das Spiel mit einem Radio. Wie gesagt, ein bisschen Portal-mäßig. Okay. Innendruck wird angeglichen, nicht? Okay, wir dürfen in der Galerie keine Fotos machen und keine Brände legen. Ich mag schon mal den Humor von hier. Und das sieht very interesting aus mit den Würfeln. Die haben wir gerade im Intro gesehen. Und wir können nicht mehr zurück. Das ist ja toll. Also das war wohl dieses angedockte, dieses Schülerbucht. Und ja. Okay, wir können nur vorwärts. Ich schreibe in die Kommentare, wofür die Errungenschaft war. Es ist halt jetzt blöd, dass wir die übersehen haben. Ich bin schon da. Danke der Nachfrage übrigens. Also, die eine Stimme. Ich mache mal kurz auf Pause. Okay, also die eine Stimme heißt She. Und ja, gerade eben wollten sie die Sicherheitskräfte alarmieren, aber das ging Gott sei Dank nicht. Ich bin ja schon froh über keine Sicherheitskräfte. Und ja, das andere, der macht gerade seine Denkpause, weil der Neuankömmling ist ja in jedem Moment da. Dass wir schon da sind, ist ihm offensichtlich nicht bewusst. She, would you be a dear and make sure the main desk button is active? The main desk button is active. That was a ludicrously fast response. Did you actually even check? The main desk button is active. Fine, calm down. I'm sorry. I just want everything to be perfect. Es ist doch alles hier gut. Oh ja, die persönlichen Grenzen. Ich glaube, hier ist der Button, den sie meinen. Wir können ihn mit ihr aktivieren. Wahrscheinlich können wir damit unsere Ankunft ankündigen. Hier ist auch ein rotes Licht. Ich würde aber gern wissen, was hier alles so gibt. Was? Interns useless. Stop notifying me of stupid things. I just want to stare through this window quietly and intensely thinking deep thoughts. Okay, es gibt auch eine männliche Stimme hier scheinbar. Ja, ich gehe jetzt zuerst hier vor, mit ihr aktivieren. Attendance requested at main lobby desk. That's you. That is what you sound like you are. Oh, the new pupil. Oh, bother, how long have you been here with your ears? Where are my manners? Come in, don't be shy. Say hello to our new pupil. Hello to our new pupil. Thank you, she. Let's start over, shall we? Apologies if I seem out of sorts. It's been many a month since my last pupil died. It is an egregiously large pleasure to meet you. My name is... No, matter. Why don't you just call me the curator? Yes, that makes the right body parts tingle. But enough about me. Let us begin your journey. Welcome, my new pupil, to the Gallery of Refined Gravity. Die Galerie der raffinierten Gravitation. Also das war gerade der Kurator, der Lehrer. Jetzt soll ja ein Schüler sein. Sein letzter Schüler starb anscheinend, was schon mal sehr beruhigend ist. Und ja, er ist ein bisschen verpeilt. Okay. Dann gucken wir. See, you
hier mal um. Silly girl, remember how we rehearsed this? Engage the gravitas protocol. Engaging. Wo ist er denn? Da ist er. Yes, okay. Klick. Open the lobby door, please. Lobby door? Malfunction. The main door is still... Nothing is wrong. Let me just get this open. You... Onward! So kann man eine Tür natürlich auch öffnen. Er ist da gerade durchgecharged, weil sie sich nicht öffnen lässt. Ja, bevor ich da reingehe, ich will hier erstmal alles mehr angucken. Wir spielen ja nicht schnell. So, der fällbare Kubus ist ein wissenschaftliches Wunder, das aus Liebe und Panzerband zusammengesetzt wurde. Interessante Kombi. Er ist ja am schwierigsten zu steuern, der Kubus der Galerie, und du findest ihn am Ende des Rundgangs. Aber Vorsicht, wenn du so viel Technologie in einen einzigen Kubus unterbringst, dann ist er zwar genial, aber auch unglaublich schwer. Also so ungefähr wie ein Elefant. Wie schön. Und ich glaube, hier können wir... Was können wir aktivieren? Das war wohl der Kubus, wa? Wie gesagt, das erinnert mich sehr stark an Portal hier. Und der Kurator ist mir auch irgendwie nicht ganz geheuer. Der Drahtkubus. Der Drahtkubus ist zwar ästhetisch ansprechend, konnte aber wegen seiner zerbrechenden Struktur, aber nicht für die tägliche Nutzung in der Galerie eingebunden werden. Ein guter Treffer kann diesen Kubus in eine Reihe dünner Zylinder verwandeln, die in dieser Galerie auf keinen Fall erlaubt sind. Diese Kuben dienen jetzt vor allem als leichtgewichtige Deko-Gegenstände und an sonnigen Tagen als äußerst bequeme Hüte. Sehr schön. Hüte kann man hier bestimmt brauchen. Wie sieht er denn aus? Yeah, das ist ein schöner Kubus. Können wir den... Nein, können wir nicht. Wir sollen wahrscheinlich reingehen, ich weiß, aber ich will mich hier ganz in Ruhe umgucken. Wir haben ja eh genug Zeit. Wir sind ja der neue Schüler, wir müssen ja wissen, wie alles hier funktioniert. Aber der Kubus bleibt stehen, lustigerweise. Der erste ja nicht. Auf der anderen Seite waren ja auch noch welche. Ärgert mich trotzdem, dass wir vorher nicht gesehen haben, was die Errungenschaft war. Weil We Are Not Alone klingt halt nach einer wunderschönen Errungenschaft. So, hier ist der Purpur-Kubus. Der Purpur-Kubus ist ein mächtiger Superheld der Kubenwelt und sucht den Mörder seiner Eltern. Und die auch einen Teil seines Kopfes als Trophäe mitgenommen haben. Er erzählt uns eine Geschichte, die von Rache und Verrat handelt. Und durch die Tatsache verstärkt wird, dass er ein Würfel ist, der sein Leben lang nach einem kleineren Würfel sucht. Der Humor ist ja einfach nur geil. Okay. Wie sieht denn der Superheld aus? Okay, der kam jetzt auch raus. Wo fehlt denn da was? Ach, da unten fehlt was. Da fehlt ein Stück. Wir können die leider nicht machen. Ich gehe nochmal zum ersten. Das ist Rennen, übrigens. Weil ich hätte doch gern alle... ich habe ihn kaputt gemacht. Das ist ja toll. Wenn du so viel Technologie... Ja, das war jetzt das mit den... Okay, ich habe irgendwie den Würfel kaputt gemacht. Nein, sie verschwinden wieder. Auf magische Weise. Übrigens sehr bequem aussehender Boden hier. Was passiert, wenn wir nochmal... Ja, okay, also der geht nicht. Gut, ich weiß schon, der Kurator wartet hier vorne, aber wir wollen uns alles hier angucken. Das hier ist der Hohlkubus. Der Hohlkubus war eigentlich ein Prototyp für einen leichteren, einfach zu bewegenden Kubus. Aber irgendwie ist es Ski gelungen, die Vorlage falsch zu interpretieren. Und jetzt wiegt er über 14 Tonnen. Ja, total leicht übrigens. Was wir nicht wirklich wissen ist, warum er eigentlich so schwer ist. Das hat sie uns noch nicht verraten. Also Ski ist wohl eine Superassistentin. What do those buttons do? Hier haben wir den schweren Kubus. Wir haben eine neue Errungenschaft. Das war wahrscheinlich bei alle vier Schalter drücken. Sehr schön. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie die Errungenschaften sind. Ich spiele das Spiel blind. Ein Mülleimer. Bestimmt Zeichen des bösen Papierkügelchen hier. Können wir leider nicht nehmen. Und der Mülleimer wackelt übrigens.
Ich hoffe, das ist vom Spiel gewollt. Das wirkt nämlich nicht so toll. Ja, da könnten wir nur zurück. Zurück bringt uns nichts. Wir müssen voranschreiten in die Galerie. Hier ist sonst nichts mehr, ne? Hier haben wir noch ein Heft. Ich kann es aber leider nicht lesen. Schade. Ja gut, ich vertrödel gerade ein bisschen Zeit. Wir können ja auch springen, lass es springen. Noch mehr Papierkügeln. Und auch der Mülleimer wackelt. Hier können wir auch Hände waschen. Ach ja. Wir haben noch eine Viertelstunde. Okay, dann wollen wir jetzt mal nicht mehr Zeit ver... Obwohl. Noch ein Mülleimer. Oh, hier ist was Gelbes. Ein nicht wackelnder Mülleimer. Wow, schon fast legendär hier. Hier können wir ja noch was anschauen. Coole Sache. Ja, ich gucke mir alles an hier. Oder? Nein, doch nicht. Doch nicht. Das war nur ein Weg zurück. Ja, gut. Dann gehen wir in die Galerie der Gravitation. Hier sieht es auf jeden Fall sehr schön aus. Mit den Würfeln. This unique gallery is an exploration into artistic expression using groundbreaking technology and cubes. The only rule is no talking ever. All right, good. She, the elevator. Please enjoy your visit to the board. Okay, wir dürfen nur niemals drüber reden. Ja, ist auf jeden Fall sehr interessant hier mit der Gravitation und den Würfeln. Ich hoffe, wie gesagt, dass die... Ich gehe nochmal raus. Ich weiß, ich gehe jetzt oft raus. Ich hoffe einfach, dass die Folge gut ist. Ein bisschen wie ein Wunderland der Würfel. Gork. Gallery. Aha, das ist die Abkürzung von der Gallery of Refined Gravity. Okay, hier ist auch ein Fernseher. Oder ist das eine Luke? Und ein Aufzug, den hat sie aktiviert. Fährt mal hoch. Sind wir oben? I think so. Revolutionary work here, you will need this special glove. I call it the Approach the pedestal to see if you are worthy and or have usable thumbs. Und oder ob du die passenden Daumen hast. Also wir brauchen einen bestimmten Handschuh. Wir sind nach oben gegangen. Da geht's runter. Ich geh nochmal runter. Just touch the glove. You just need to touch it. Just walk over to this extremely well-lit glove and touch it with your body. Geh einfach zu diesem... It doesn't matter what part. Just touch it. Aha, mit welchem Teil auch immer. Ist klar. Okay, das ist wohl das Äquivalent zur Portal Gun, wa? Ja, bevor ich den touche, sollte man da runter? Don't think so. Ich denke mal, das hier ist eine Art Tutorial. Das ist ein nettes Handschuhchen. Ich will ihn nur eigentlich nicht anfassen. Ich habe so ein ganz beunruhigendes Gefühl einer Falle irgendwie. Von dem Kurator hier. Ich meine, im Gegensatz zu Blade sieht man hier zumindest, wer der große Meister ist, ne? Naja, gut. Das ist der Handschuh mit E aktivieren. Wir touchen ihn mal. Begin the connection sequence. Integrating Artistic Appreciation Enhancement Apparatus. Ding! Integration complete. Alright, you should be ready. You now have very limited control over gravity. Use that power. Come to me. Jump this petty gap, you glorious fool! Nenn mich nicht nah, finde ich nicht schön. Also ja, wir haben jetzt eine sehr begrenzte... Why are you just standing there? Weil ich... You can't be afraid. The first thing the glove deletes is fear. Do you need me to explain the controls? You're not even gonna try an experiment? You know what, it's fine. Now, the glove is wired directly into your spine. So, you can use the left side of your brain to create a gravity field. Focus. And it should just... Ich gehe mal kurz auf Pause, weil ich glaube, sonst labert der Kurator die ganze Zeit. Also ja, wir haben jetzt den Handschuh, wir haben jetzt eine sehr begrenzte Kontrolle über Gravitation und sollen über die Schlucht gehen.
Und ja, er ist irgendwie nicht ganz so nett, ne, mit dem Narr und jetzt von wegen, ja, dass wir Angst hätten. Angst spürt der Hans schon natürlich sofort, weil er ist ja ein mega Wunder der Technik. Probieren wir das mal. Use your left brain. Hopefully it will click. Ja, mit links und dann klicken. Left click. Ja, mit links klicken ist mir klar. Ich klicke mit links. Create fields with the left mouse button. Ich mach doch Felder. There you go. Ah. When you do that, the glove emits energy that attempts to connect with these special glowy walls. The energy veins have nothing to do with anything. They are simply gorgeous. Sie sind einfach nur wunderschön. Also man kann mit links, kann man mit dem Handschuh bei diesen leuchtenden Dingern eben die Gravitation verändern und mit rechts konnte man abbrechen. Jetzt können wir zum Beispiel hier rüber. Coole Sache. Gehen mehr als einer? Gibt es da unten welche? Nein. Okay, probieren wir das mal. Ich glaube, wir müssen da drauf springen. Ja, rutsch. You are ready, and methinks it's time for some art. Welcome to the Gorg. Neue Errungenschaft. Wir sind rübergekommen. Das war ja ziemlich cool. Wenn wir jetzt hier machen. Genau, dann schweben wir nach oben. Wir schweben immer zu dem Teil, der weggeht. Und das war total clever von mir gerade. Nach. Ja, ich bin ein Pro-Gamer, man merkt es schon. Okay, wieder zurück. Hui! Das ist total geil mit dem Gravitationsfeld. Okay, wir können jetzt weitergehen. Für some art, für ein bisschen Kunst. Das ist auf jeden Fall eine verdammt coole Idee, das Spiel hier. 9 Minuten haben wir noch, also in einen Raum gehen wir noch. Das ist bestimmt ein Aufzug, wa? Die Türen sind auch cool. Wo ist denn der Kurator hin? Loading! Ein neuer Raum. Lade den Vorstellungsalgorithmus. Hier haben wir Cubes, die wir nicht nehmen können. Hier haben wir einen blauen Cube, das ist wahrscheinlich das Logo. Und sonst ist hier nicht viel. Da ist der Kurator, oder? Nee, das ist ein normaler Cube. Aha, aha. CR14, die haben wir technisch erklärt, wie das Ganze funktioniert. Aber wir haben leider keine Zeit dafür. Na, Eimer. Auch der Eimer zittert ein bisschen. Oh, hier können wir auf Toilette gehen. Aber natürlich sind wir ehrlich und gehen auf die Männertoilette. Na, geht beides nicht. Okay. Ja, wir müssen wohl nur hier weiter. Raum 1. Ich vermute, wir haben hier genauso wie im Portal Tests. Das vorher war wohl ein Tutorial. Ah, hier ist der Kurator. Okay. Können wir eigentlich selber speichern hier? Schnell laden. Scheinbar nicht. Scheinbar kann man nicht selber speichern. Ich denke mal, er speichert automatisch. Jetzt muss ich nochmal, leider einmal muss ich noch raustappen. Wir haben noch 6 Minuten. Ja, das wollte ich eben kurz sehen. Okay, weiter geht's. Das sieht hier sehr schön aus. Na, Kurator. Oh, good. There you are. Ja, hier bin this ich. Is the first piece of my gallery. I call this one Ascension. Dramatic pause. Kurzpause. Now that you have the eye, you have enough memory to store the significance of my work. And free Wi-Fi. Now off you go. Rise to a higher room of artistic thought. Ja, freies WLAN wird mir hier bestimmt weiterhelfen. Also ja, wir sollen jetzt da wahrscheinlich hochgehen. Und er bewundert seine Genialität. Er ist, na, Gott sei Dank, gar nicht selbstverliebt. Übrigens, ich bin hier, weil ich noch rede. Ich verstehe die Metapher. Ich will nur mal reden.
Danke, Ski. Okay, also wir können anscheinend im Spiel nicht viel reden, weil sie dauernd dazwischen quatschen. Dann gehen wir mal weiter. Ja, die Genialität. Wie gesagt, erst trotzdem kann ich selbst verliebt. So. So, in this first piece, I'm just going to observe you. If you don't mind. This is all for the future of the medium, you understand. Let us begin! Das war ja gerade wieder ein schöner Satz. Wir haben automatisch mit der Annahme des Handschuhs dafür zugestimmt, dass wir untersucht und beobachtet werden. Wie geil. Okay, wir müssen wahrscheinlich... Wo kommt der Dekorator jetzt wieder her? Da hoch, nehme ich an. Hier sind zwei Felder, wo man hier hin könnte. Und hier ist ein Feld. Und hier unten ist gar nichts. Wir müssen wahrscheinlich da ganz nach oben zu dem gelben. Ich gucke mich hier nur kurz um. Hier ist auch noch ein Feld. Da oben ist ein Feld. Okay. Ja, puh, wo fangen wir denn an? Ich würde sagen, wir springen erstmal total elegant nach oben. Nach, können wir wieder nicht hochspringen. Ah, das ist ja toll. Da kommen wir dahin, da kommen wir dahin. Da kommen wir dahin. Wir müssen erstmal nach oben kommen. Der Handschuh sieht übrigens ziemlich cool aus. Das sieht man leider immer sehr kurz. Ah, hier kommen wir hoch. Cool. Hui. Okay. Wie gesagt, ich denke, wir müssen hier hoch zum Gelben. Jetzt gucke ich nur kurz nochmal wegen der Uhrzeit. Wir müssten noch haben. Die Gravitationsfelder bleiben so lange, bis wir ein anderes aktivieren. Okay. Ich denke mal, als nächstes müssen wir da rüber. Das ist echt cool mit den Feldern. Das ist eine geile Idee. Dann können wir hier nach oben gehen und dann könnten wir jetzt hier rüber gehen. Und dann war doch hier auch noch eins, ne? Den könnten wir dahin. Hier unten ist keiner. Aber drüben. Hä? Ich check gerade nicht ganz, wo wir hin müssen. Fliegen wir nochmal rüber. Ach so. Ja, wir halten natürlich an dem Feld. Logisch. Wir halten natürlich an dem Feld. Wir können natürlich nicht weiter als zum Feld. Okay, ich muss nochmal von vorne anfangen. Wir haben mehr Zeit insgesamt. Ach, da oben ist es. Okay, das war jetzt natürlich dumm. Dann nochmal die ganze Chose hier vorne. Kann bei mir ein bisschen länger dauern. Ich bin ja nicht so der Rätsler eigentlich. Dann hier. Dann hier rüber. Ja, das Springen ist leider etwas begrenzt. Dann jetzt hier hoch. Den habe ich gesucht auch vorher. Und wo dann weiter? Hier gibt es natürlich kein... Doch, gibt es. Nein! Ach ja. Okay, also da muss man dann richtig klicken und dann kommt man da wohl hin. Nehme ich an. Und ich gucke nochmal. Ja, wir haben noch 2 Minuten. Ich probiere es nochmal. Darum scheint ja nicht so schwer zu sein. Ich habe die Macht der Gravitation. Nein! Mann! Ja, ich habe die Macht der Gravitation und springe dauernd daneben. Shit. Jetzt haben wir es geschafft. Gute Sache. Und wo müssen wir jetzt weiter? Wahrscheinlich darüber. Hui. Das ist echt geil mit der Gravitation. Das sieht auch wirklich schön aus. Der Kurator beobachtet uns die ganze Zeit übrigens. Nehmen wir das mal weg. Wo müssen wir denn jetzt hin? Oder hier vorne speichern wir dann nochmal. Vor allem wäre das Feld genutzt. Wir könnten natürlich hier reinspringen. Ich glaube halt, wir müssen hier hoch. Das können wir nicht beeinflussen. Wir können den auch nicht abschießen. Ja, okay. Ich denke mal, hier werden wir jetzt aufhören. Ja, hier werden wir jetzt aufhören. Ich gehe ins
schnell laden. Wo lädt er denn schnell? Das würde ich gerne kurz wissen. Oh cool, er lädt direkt da, wo wir aufgehört haben, glaube ich. Coole Sache, okay. Das heißt, er speichert automatisch. Oder? Sieht so anders aus. Es sieht irgendwie anders aus. Jetzt gehe ich mal nochmal ins Hauptmenü und mache dann noch weiterspielen. Laden. Profil auswählen. Level Auswahl Ascension. Erinnert natürlich ganz dezent an Dark. Aber hier ist es Gott sei Dank kein Mutant. Da bin ich ja schon froh. Ja, okay, man muss da dann nochmal reingehen und es dann nochmal machen. Ja, okay, ist nicht so schlimm. Wir machen beim nächsten Mal den Raum einfach nochmal. Ich hoffe, der erste Eindruck von Gravitas hat euch gefallen. Mir schon. Ich finde das Spiel ziemlich cool. Gerade den Humor finde ich ziemlich cool und das mit dem Schweben. Mal gucken, wie viele Felder es werden. Wie viele Räume. Und ja, wie gesagt, wegen der ersten Errungenschaft schreibe ich in die Videobeschreibung, was man da genau gesehen hat. Ich habe es leider nicht gesehen. Ich habe es irgendwie übersehen, wegen dem We Are Not Alone. Bei dem anderen war ja klar, wo wir stand. Okay, wir sehen uns dann morgen zu 4 Folgen wieder, wegen dem Mit der Fight Club. Bis dahin, Freunde. Gehabt euch wohl.